Hallo, ich bin Banun und ich darf bei einem richtig coolen Upcycling-Projekt dabei sein. Das Projekt heißt Art on Broken Pieces und diese Broken Pieces bekomme ich in den nächsten paar Tagen von Dawn zugeschickt. Das sind nämlich 8 Pelle Jeans und diese Jeans haben kleine Defekte, also Verfärbungen, Risse, was auch immer. Und daraus darf ich dann irgendwas machen. Ich weiß noch nicht, welche Farbe die Jeans haben, was für Schnitte und wie viel Material ich dann letztendlich auch zur Verfügung habe, aber das werde ich dann alles sehen. Auf jeden Fall wird dieser ganze Prozess von diesen Broken Pieces into something else mit dokumentiert, ein bisschen mitgefilmt. Ja, ich bin sehr gespannt, was da so alles rauskommt. Freue mich auf jeden Fall extrem und viel Spaß beim Zugucken. So, das ist das Paket mit den verschiedenen Jeans. Also ich habe unterschiedliche Schnitte und Farben dabei. Die sind recycelt und auch organic. Auf jeden Fall wurden mir hier diese Makel markiert. Ich musste nicht suchen. Die Jeans hat hier zum Beispiel eine Verfärbung und die hat hier so ein kleine Macke, so einen Riss. Genau, ich werde mir jetzt erstmal alle nochmal in Ruhe anschauen, gucken, wo die verschiedenen Fehlerchen sind. Und dann schauen, was ich abtrenne, was ich wie abschnippel oder zusammennähe. Guten Morgen, ich habe hier die ganzen Jeans in den Wäschekorb und habe mir die gestern auch nochmal genau durchgeschaut. Und das Erste, was ich jetzt machen werde, ist, diese Zettelchen hier abzutrennen. Ich habe Schärle und einen Auftrenner, das mache ich jetzt erstmal bei jeder Jeans. Und dann kann es losgehen. Mit dem Dreieck ist nicht so, ich sag jetzt mal, der normale Jeansbund. Und ich wollte ihn irgendwie mit einbauen. Vielleicht auch so als Halter-Top-mäßiges Ding. Ich weiß noch nicht ganz, ob das so cool aussieht. Ja, das ist gerade so ein bisschen die Überlegung, wie ich den noch mit einbauen kann. Also ich habe sie schon versäubert, jetzt fehlen noch die Knopflöcher. Und dann bekommt das Ganze noch einen Beleg. Das ist dann nachher, ja okay, ich kann es jetzt schlecht zeigen, aber das nachher einfach versäubert und alles schön aussieht. Ich bin gerade dabei, hier noch ein langes Band rauszumachen. Das ist für Schnürtop, für einen Rücken zum Zubinden. Und dann ist das einfach der Restbestand von der Jeans. Nicht ganz Zero Waste, aber schon mal ganz gut den Stoff irgendwie verbraucht. Aber der fehlt jetzt noch der Kragen und mir gefällt es hinten auch nicht so, weil das irgendwie so straight runter geht und ich brauche mehr Puffiness, aber das, ich glaube, ich ziehe da irgendwie ein Bändel durch oder so, dass es passt. Wenn ich die Sachen dann anprobiere, denke ich mir so, ist nicht so, wie ich das mir vorgestellt habe im Kopf, aber trust the process. So, das sind jetzt so ein paar Reststücke von der Hose, die ich noch irgendwie rausbekommen habe. Und daraus wird jetzt noch der Kragen. Ich habe jetzt geschafft, so ein paar Stoffstreifen rauszubekommen aus der restlichen Hose. Die sind jetzt alle 12 cm breit und halt unterschiedlich lang, aber das macht ja nichts. Ich bügel die jetzt einfach erstmal alle, nähe die dann zusammen. Dann habe ich einen komplett langen Streifen und der Kragen ist jetzt dran und das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist dieser Tunnel hier unten. Den muss ich noch zunähen und dann kommt da so ein Band rein, damit man das so puffy-mäßig zuziehen kann. Und dafür brauche ich jetzt ein sehr langes Bändel. Den mache ich auch aus diesen Reststücken. So wird das jetzt auch alles wieder zusammengenäht. Also der Tunnel ist jetzt mal genäht und jetzt muss ich nur noch irgendwie diese lange Schnur da durchwursteln und dann ist die Jacke auch schon fertig. Ich bin mit so vielen Gedanken aufgewacht. Ja, was ist, wenn ich da noch was drauf mal? Was ist, wenn ich das abtrenne und dann da wieder rannähe? Was ist, wenn ich das abschneide und so weiter? Und manchmal ist es bei mir so, wenn ich zu viel vorhab,
und irgendwie zu viel Input irgendwie in meinem Kopf ist, ja, dann bremst mich das eher aus und ich muss Pause machen. Deswegen mache ich das heute mal. Ich mache mal jetzt nichts. Ja, bevor ich danach irgendwie was abschneide, wo ich wieder denke, nein, warum? Oder, ja, ich weiß nicht. Also ich habe so Bock, das irgendwie fertig zu machen. Aber solche Tage gibt's, ist das okay. Ich gönne mir jetzt mal eine Pause, das muss auch sein. Ich habe die letzten Tage ja viel hinbekommen. ja, deswegen, morgen wird besser und dann geht's wieder auch richtig los. So, Delay, ich habe jetzt hier die weiße Jeans mal innen aufgeschnitten und den Saum aufgetrennt. Das bügele ich auch gleich noch, dass es schön glatt alles liegt. Und jetzt werde ich hier bei der hellblauen Jeans mal die Innenbeinaht, also bis hier oben, bei beiden Seiten aufschneiden. Und dann mache ich von der weißen so ein Dreieck innen rein. Ich habe es erstmal bis hier aufgeschnitten. Und ich will, dass auch die Naht genau in die Spitze trifft von der Jeans. Das heißt, ich stecke das jetzt mal ab, gucke dann, wie breit das ist. Also der Saum, ob mir das so gefällt oder ob es ein bisschen enger sein soll. Und dann wird es festgenäht. Dann ist hier ein bisschen fransig, aber das finde ich eigentlich ganz cool. Yes! Hi, es ist der 8. Juni und ungefähr 4:30 und ich bin fertig. Ich habe alles geschafft, was ich schaffen wollte. Und ich zeige jetzt einfach mal die ganzen Teile, die rausgekommen sind. Also das erste, was ich gemacht habe, ist dieser Buckethead. Und zwar habe ich da einfach die Nähte fransig gelassen und eine Kontrastfarbe mit reingebracht, weil ich fand, die Fransen und die Naht passt dann ganz gut zu dem Dunkeljeans. Habe hier noch so einen Tag von der Jeans abgemacht und drauf genäht und hier oben so eine parallele Naht noch abgesteppt, damit der nicht so kastig ist, sondern eher runder aufliegt. Und das sind die Jeansbeine von der Hose hier. Die habe ich ja so Biker-Shorts-Länge, würde ich sagen, gemacht und auch fransig gelassen. Und die Po-Taschen, die waren auch, also hatte hier eine Macke und da war ein bisschen Dreck. Und dann habe ich da so ein Auge drauf gemalt und dann passend dazu so ein Where are you looking at drauf gestempelt. Und das hier einfach weiß angemalt. Ich wollte jetzt auch gar nichts mehr draufschreiben oder so. Ich glaube, das wäre sonst zu viel gewesen. Aber ja, das ist die Biker-Shorts, was auch immer, wie man den Schnitt nennen mag. Das andere oder das ein weiteres Teil, was ich gemacht habe, ist so ein Schnüroberteil. Also es hat die Form von diesen trendy Corset-Tops. Es ist kein Korsett, aber man kann es halt hinten zuschnüren. Wow. Genau, also auf jeden Fall wollte ich unbedingt diesen Jeansbund mit einbauen, weil der so eine, ja, einfach eine extra Form hat, gerade durch das Dreieck und so. Habe dann noch die Gürtelschlaufen dran gelassen und hier auch Gürtelschlaufen mit eingenäht, damit man da nachher, weiß nicht, Schnürsenkelträger oder was weiß ich, anhängen kann. Das Ganze kann man auch trägerlos tragen. Genau, hinten ist dann die Schnürung und auch nochmal so eine kleine Schlaufe. Das ist stretchy, hat hier noch so einen Beleg und ja, größenverstellbar deswegen. Genau, ich habe hier innen dann noch meinen Namen reingeschrieben. Nächstes Teil ist eine Jeans. Da habe ich sogar nichts an der Länge verändert. Also es war die einzige Jeans, wo ich von der Länge her gleich gelassen habe. Aber ich habe trotzdem die Beine erweitert. So habe ich von der weißen Jeans so ein Dreieckskeil eingebaut, weil ich liebe Wide Leg und fand es dann ganz cooler Kontrast und die Farben passen auch gut zusammen, finde ich. Habe es hier dann auch fransig gelassen, man merkt, ich mag Fransen. Genau, habe hier hinten noch auch meinen Namen drauf geschrieben. Und bei der Jeans, wenn man jetzt hier mal die Gürtelschlaufe weghält, kann man, weiß nicht, ob es jetzt in der Kamera zu sehen ist, aber ist hier auf jeden Fall ein Fleck und da waren zwei Risse. Dann
mich entschieden, einfach so Gürtelschlaufen draufzunähen. Ich glaube, das sieht ganz witzig aus. Dann kann man irgendwie, weißt du, einen Schlüssel oder Karabiner oder so anhängen. Von der Skinny Jeans in Weiß habe ich es dann noch geschafft, eine kleine Tasche draus zu machen, so eine kleine Tote Bag. Ja, also das Nötigste passt rein, würde ich sagen. ist eine schnuckelige Größe. Ja, da habe ich hier so zwei Po-Taschen noch drauf genäht, eine kleine Schlaufe noch, um irgendwas anzuhängen, und der Tragegurt ist dann der Jeansbund, kann man hier nochmal sehen. Für ein Foto hat es mir leider nicht mehr gereicht, aber ich habe einen größeren Beleg einfach gemacht, damit das Ganze stabiler ist und auch ein bisschen sauberer aussieht. Wie gesagt, das Nötigste passt rein, das ist doch das Wichtigste. Und ja, Resteverwertung, würde ich sagen. So, jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsteil. Das ist nämlich diese massive Jeansjacke hier. Das ist einfach so viel Stoff und ich liebe es komplett. Die ist urbequem, hat noch so einen Tunnel, da kann man noch extra Raffung reinbringen oder auch nicht, dann sitzt sie eher straight. Und ja, was soll ich sagen? Genau, die hat einfach so Hosenbeine als Ärmel, kann man auch runterkrempeln oder noch weiter hochkrempeln. Ich habe mich jetzt bei der bewusst gegen irgendwelche Brusttaschen oder andere Aufsitztaschen entschieden, weil die schon sehr auffällig ist und genug Colorblocking im Game ist. Deswegen hat sie nur Einkaufstaschen bekommen seitlich. Die fallen nicht auf, deswegen fand ich das ganz, ganz gut, dass ich da jetzt nicht irgendwie noch was drauf geklatscht habe oder so. Ja, das ist sie. Also die Sachen sind natürlich alle nicht perfekt. Ich bin kein Profi. Ich weiß im Nachhinein dann immer irgendwie, was ich anders hätte machen können oder welche Naht ich anders nähen hätte können und wie auch immer. Man lernt ja immer dazu und das liebe ich ja auch an dem Prozess, dass man sich immer weiterentwickeln kann und trotzdem mit den Sachen dann zufrieden ist und auch stolz auf die sein kann, auch wenn die kleine Fehlerchen und vielleicht eine krumme Naht hat oder eine Naht nicht komplett parallel zur anderen ist, dass man dann trotzdem das hinnimmt und sagt so, hey, da steckt trotzdem so viel Liebe und Mühe dahinter und beim nächsten Mal weiß man da, was man anders machen kann oder so. Deswegen, es hat mir wieder richtig, richtig Spaß gemacht und ein herzliches Dankeschön, dass ich bei dem Projekt mitmachen durfte. Genau, ich bin gespannt, wie die Teile ankommen und ja, einfach danke und bis dann.